Die Auswahl deiner Werbestrategie beeinflusst natürlich den Aufbau deines ganzen Unternehmens und wir wollen uns heute über zwei der gängigen Werbemethoden unterhalten, nämlich proaktive gegen reaktive Werbung, wann du was wie benutzen solltest, einfach damit du einen guten Fahrplan in der Hand hast, wo du in Zukunft dein Budget investierst. Viel Spaß dabei! Erstmal herzlich willkommen. Ich bin Alex, das ist Marvin. Hi. Ne, und wir wollen uns heute mal mit den hauptsächlichen Fragen, die die Leute so stellen, beschäftigen, nämlich Push versus Pull-Marketing, beziehungsweise proaktive versus reaktive Werbung, was ja im Endeffekt das Gleiche ist. Erstmal vielleicht im ersten Schritt, was bedeutet das? Ne? Also man hat immer die Möglichkeit, Werbung proaktiv oder reaktiv zu gestalten. Ich sag mal, der reaktive Weg ist in den letzten Jahrzehnten eigentlich erst dazugekommen, muss man sagen. Also reaktiv bedeutet, der potenzielle Kunde tut etwas und darauf reagiere ich. Einfaches Beispiel, er gibt bei Google ein, ich möchte XYZ kaufen. Und ich schalte Werbung darauf. Das ist reaktiv. Ne? Reaktiv bedeutet übrigens auch, ich warte in ein Ladengeschäft, bis der Kunde reinkommt. Also ging es theoretisch davor auch schon. Das ist nicht wirklich Werbung, also nicht wirklich planbar. Proaktiv bedeutet, ich entscheide, wer mein Kunde ist. Und ich spreche diesen Kunden an, ob das digital ist über eine Werbung oder ob das jetzt auf der Straße ist, erstmal egal. Aber proaktiv heißt immer, ich suche mir meinen Kunden raus. Reaktiv bedeutet immer, ich warte, bis mein Kunde zu mir kommt. So, jetzt ist schon mal relativ klar, was das für Begrenzungen mitbringt. Bei reaktiven Marketing kann ich nur Kunden erreichen, die schon wissen, was sie brauchen, was sie haben wollen. Genau, also sogar noch einen Schritt vorher, die auch wissen, dass sie ein Problem haben. Ja. Ne, die wissen, dass sie ein Problem haben und die wissen auch, dass man es lösen kann. Oder sie wissen sogar schon, wie und mit was man es lösen kann. Genau. Ne? Das heißt, sie gehen wirklich aktiv auf die Suche nach der Lösung des Problems und geben das dann ja klassischerweise heutzutage bei Google dann ein. Ne? Oder bei YouTube. YouTube ist auch, ne, also ist auch eine große Suchmaschine. Riesensuchvolumen. Genau, aber auf jeden Fall wissen die Leute, dass sie irgendwie ein Problem lösen wollen und dafür irgendwie eine Lösung brauchen. Ne? Und dass es auch eine gibt grundsätzlich, sonst würden sie es nicht suchen. Ja. Ne? Genau, bedeutet, wir sind schon mal nur auf einen bestimmten Teil der Leute begrenzt. Das ist auch so der größte Nachteil, weil ein reaktiv gewonnener Kunde ist halt ein sehr guter Kunde normalerweise, weil er letzten Endes halt einfach schon weiß, was er will. Er weiß schon, dass er es jetzt auch möchte, deswegen sucht er es ja. Und deswegen hat man auch bei den Leuten, die reaktiv gewonnen werden, relativ wenig Probleme, die abzuschließen. Es gibt aber einen ganz großen Nachteil. Du hast halt, wie gesagt, nur einen kleinen Teil der Kunden, die überhaupt möglich wären. Ja. Weil du hast ja auch ganz viele Leute, die jetzt noch in dem Stadium sind, dass sie sagen, okay, eigentlich wäre es interessant, aber noch nicht so weit sind, dass sie jetzt suchen, die es aber trotzdem kaufen könnten. Zweiter Nachteil, du kannst Produkte, die die Kunden nicht kennen, nicht bewerben. Wir haben ein einfaches Beispiel am Mellendächer. Wir sind mittlerweile mit wahrscheinlich, also die führende Agentur, wenn es um den Mellendächer geht in Deutschland, weil wir vor 2,5, 3 Jahren, als die Dinger auf den Markt kamen, kamen sie schon viel eher auf den Markt, aber 2,5, 3 Jahren, als sie so langsam marktfähig wurden, haben wir angefangen, die richtig penetrant zu bewerben deutschlandweit, proaktiv aber, weil reaktiv kannte die einfach keiner. Keiner wusste, was ein Lamellendach ist. Wir konnten teilweise Leuten, die im Bauelementebereich arbeiten, sagen, hey, Lamellendach, kennst du das? Sie haben Nein gesagt. Und dann, was einfach keiner kannte. Bedeutet, so ein Produkt kann ich faktisch nicht reaktiv vermarkten, wenn ich nicht weiß, was das ist. Das heißt, reaktive Werbung hat zwei ganz klare Grenzen. A, sind Leute, die jetzt noch nicht so weit im Prozess sind, dass sie halt das machen wollen, ne? Können aber trotzdem Kunden kaufen, theoretisch. Und B, Leute, die das Produkt nicht kennen, können danach nicht suchen. Ja, und was natürlich auch noch ein Riesenvorteil ist, bei der proaktiven Werbung, ist natürlich, dass du auch einen gewissen Bedarf schaffen kannst. Ja. Ne? Wir hatten jetzt auch die Situation, gerade auch wenn du im Saisongeschäft bist sozusagen, mit einem Partnerbetrieb hatten wir das Thema beheizbare Whirlpools auch. Und natürlich gibt es immer Leute, die sozusagen Interesse haben, so einen zu kaufen, aber das ist ja jetzt nicht sozusagen, dass ich morgens aufwache und sage, ja, ich muss jetzt diesen beheizbaren Whirlpool kaufen, ja. Aber wenn ich dann mal abends zu Hause auf dem Sofa liege und durch Instagram, durch Facebook, durch meine sozialen Medien und so weiter scrolle und sehe dann sowas, dann sage ich, ach Mensch, das wäre ja eigentlich mal ganz cool so, ne? Hm. So, und dann, also ich wäre nicht eine Person gewesen, die sozusagen auf Google geht und das aktiv eingibt und sagt, ich möchte jetzt so ein Ding haben, aber wenn ich, also ich weiß ja, dass es die Lösung dafür gibt, ja, dass ich abends zum Beispiel ja mir nochmal entspannter reinlegen will und so weiter, das weiß ich ja, dass es dieses Produkt gibt, aber es ist nicht top of mind, sagt man sozusagen heutzutage in Neudeutsch. Also es ist nicht ganz oben in meinem Kopf, sondern ich muss erstmal darauf gestoßen werden und dadurch kann ich natürlich einen gewissen Bedarf auch erzeugen und dadurch auch im Saisongeschäft eben ein gutes Geschäft machen. Einfach weil ich eben rausgehe und den Leuten das zeige, was ich habe. Ne? War einer der Hauptpunkte, weswegen Partner anfangs vor 4 Jahren zu uns gekommen sind, weil die gesagt haben, wir machen zum Beispiel Terrassendächer, Wintergärten, Winter verkaufen die sich einfach nicht. Was kann man da tun? Ne? Und da sind wir mit proaktiver Werbung rangegangen. Wir haben Leute, die eigentlich das nächste Jahr, wenn die Sonne dann geschienen hätte, gesagt hätten, ich suche das jetzt schon dazu gebracht, nur einen Vertrag zu unterschreiben. Und ich habe dadurch einfach ein viel größeres Publikum. Ja. Was übrigens umgekehrt dazu führt, dass die Leute viel günstiger sind. Also proaktiv gewonnener Kunde ist viel, viel günstiger als ein reaktiv gewonnener. Teilweise ist es wirklich so, dass du bei Google für bestimmte Keywords, die extrem teuer sind, zahlst du für einen einzelnen Klick mehr, als du bei proaktiver Werbung für die ganze Anfrage bezahlst. Und dass ein Klick noch keine Anfrage ist, noch lange kein Kunde, ist auch klar. Na, es gibt, da muss man jetzt ganz klar sagen, also es gibt eigentlich
wenig Bereiche, wo reaktive Werbung wirklich mega viel Sinn macht, aber einige gibt es, nämlich Dinge, wo man nur dann den Bedarf wirklich hat, wenn das Thema gerade da ist. Also zwei klassische Beispiele, der Schlüsseldienst. Ich brauche nur den Schlüsseldienst, wenn gerade die Tür zugefallen ist und irgendwie die Schlüssel noch drinsteckt, dann brauche ich den. Nicht vorher, nicht nachher wahrscheinlich, was man natürlich machen kann, ist trotzdem eine Omnipräsenz zu machen und sich bekannt zu machen als Schlüsseldienst, das kann man trotzdem machen, das macht auch Sinn, aber also wirklich rein um die Performance geht, den Kunden zu gewinnen, dann brauche ich da einfach reaktive Werbung. Anderes Beispiel, der Abschlepper, gleiches Thema, ne? Ich brauche nur ein Abschleppunternehmen, wenn ich gerade, Rohrreinigung, solche Themen halt. Wobei man auch bei Rohrreinigung tatsächlich proaktiv Werbung machen kann, indem man die Vorteile verkauft von einer sauberen Rohr. Ja, das stimmt. Okay, so und so sieht es halt aus, damit das Rohr am besten gar nicht verstopft, machen sie einmal im Jahr Rohrreinigung, während ich sage, einmal im Jahr Abschleppen brauche ich nicht, einmal im Jahr Schlüsseldienst brauche ich auch nicht. Also alles, wo man vielleicht auch regelmäßig was machen muss, kann man auch proaktiv verkaufen. Jetzt ist deine Frage, die du einfach im Kopf stellen solltest. Okay, die Produkte, die ich mache, sind das Produkte, die der Kunde nur genau jetzt in dem Zeitpunkt braucht? Oder braucht er die vielleicht in 2-3 Wochen immer noch und hat die vielleicht vor 2-3 Wochen schon gebraucht, wenn auch der Bedarf nicht so groß bei ihm im Kopf war? Und ich sagte jetzt schon, wenn du im Handwerk tätig bist, wenn du, ich sag mal, rund ums Haus irgendwo tätig bist, dann sind fast alle deine Produkte, fast ausschließlich, sind tatsächlich so, dass du mit proaktiver Werbung dafür werben kannst. Es gibt so ein, zwei kleinere Ausnahmen, sowas wie Alarmanlage und so, das wird meistens gekauft, wenn irgendwo eingebrochen wurde. Auch das ist aber ein proaktives Produkt, wo man natürlich sagen kann, hey, kauf das eher, auch das funktioniert, ne? Ja. Aber natürlich ist da reaktive Werbung ein ganzes Stück stärker. Also du merkst schon, es gibt Bereiche, da kann man sagen, okay, eine Küche, wenn ich nach Küche suche, dann habe ich natürlich einen größeren Bedarf, als wenn ich sie einfach nur sehe, aber ich zahle halt auch das 10- bis 20-fache an Geld dann für den einen Kunden. Und das kann es in meinen Augen nicht wert sein. Nur um den Prozess vielleicht ein paar Minuten Beratung zu verkürzen. Ja. Genau. Ich denke, das ist für dich jetzt eine gute Entscheidungshilfe, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist, ob du proaktive oder reaktive Werbung nehmen solltest. Wie gesagt, klassische reaktive Kanäle, so Google, so ein ganz klassisches Thema. Proaktive Kanäle, ganz klassisch Facebook, Instagram. Alles, was so Werbung ist, wo du nicht suchen musst, um die Werbung zu bekommen, letzten Endes. Ne? Ja, wenn du noch Fragen dazu hast, gerne unter dem Video kommentieren. Wenn du da sagst, hey, bei deinem Produkt weiß ich es nicht genau, gerne auch kommentieren. Wir können vielleicht auch, wenn häufiger Fragen zu bestimmten Themen kommen, nochmal separate Videos dazu machen. Sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ciao. Mach's gut, ciao.